Wir sind die Besten, die es gibt. Und Champions. So Leute, ihr habt's gehört. Ja, es ist heute auch wieder Champions League Time. Und Europa League läuft gerade schon. Wir haben es nämlich schon nach 18 Uhr. Ich hätte vorher vielleicht ein bisschen sorry, aber ich war ja unterwegs. Das seht ihr aber dann noch, wenn man Geld hat. Atletico Madrid spielt heute gegen Juventus Turin und wir haben noch eine Partie mit einer deutschen Mannschaft und zwar Schalke 04 trifft auf Manchester City. Atletico Madrid sowie auch Schalke 04 haben Heimvorteil. Ja, was Besseres gibt es nicht. Wie immer zählen die Tore doppelt für Auswärtsspieler, das heißt für Juventus Turin oder Manchester City. Das sind die Auswärtsmannschaften für heute. Ja, wir kommen dazu jetzt erstmal zu meinen Tipps. Atletico Madrid gegen Juventus Turin. Da gestern überhaupt gar keine Tore gefallen sind, weder noch bei Liverpool, noch bei Bayern, noch bei Olympique Lyon, noch bei FC Barcelona. Soll ich heute auch wieder 9-0 sagen oder sonst was? Nein, ich glaube, heute fallen einfach mal ein paar mehr Tore als gestern. Atletico Madrid gegen Juventus Turin. Ich sage 1-0 für Atletico Madrid und ich sage, sorry Schalke, aber Manchester City ist eine gute Mannschaft, deswegen sage ich 2-0 für Manchester City. Ja, wie gesagt, die Ergebnisse von gestern, ich wollte sie euch ja nochmal mitteilen. Liverpool hat 0-0 gegen Bayern München gespielt. Das gute Ergebnis, denn Bayern muss ja nur noch zu Hause gewinnen in der Endrunde, also in der zweiten Runde. Und auch gestern das andere Spiel, Olympique Lyon gegen FC Barcelona, ist auch 0-0 ausgegangen. Ja, ich weiß nicht, was da gestern los war. Ich will es jetzt auch gar nicht mehr wissen. Und wie gesagt, die Mannschaften, die gestern Heimvorteil hatten, die müssen jetzt auswärts spielen. Liverpool muss dann in der Allianz Arena spielen. Und Olympique Lyon in Barcelona. Ich weiß nicht, wie das Stadion heißt. FC Barcelona. Ich weiß nur, dass bestimmt Morrison dabei sein wird. Weil Morrison spielt ja bei Barcelona beim Handballverein. Tada! Er ist ja leider verletzt, ein toller Handballspieler, aber wir reden ja jetzt vom Fußball. Wie gesagt, das sind so meine Tipps. Ich würde sie auch aufschreiben. Ich habe ja gesagt, 1-0 für Atletico. Jo. 1-0. Ich sitze hier. Und 2-0 für Manchester City. Wie gesagt, das sind so meine Tipps und wir sehen uns dann morgen wieder. Bye, bye.